Hallo und herzlich willkommen zur Märzausgabe von Stadtgespräch TV, dem Magazin der Wohnbau Prenzlau. Ich befinde mich heute vor der Klosterstraße 2022, in der noch fleißig gewerkelt wird. Denn sie ist das zweite Großprojekt neben dem Kiezkarree hier in der Kreisstadt. Doch bevor ich Ihnen in den Fortschritt der Modernisierungsarbeiten zeige, schauen wir erst einmal zum Tag der offenen Tür im Kundenzentrum der Wohnbau Prenzlau. Die Wohnbau Prenzlau ist stolz auf ihr neues Kundenzentrum in der Alten Post, das in der Friedrichstraße liegt. Dort werden Mieter und Geschäftspartner seit Januar empfangen und beraten. Mit einem Festakt gab es 9 Wochen nach dem Umzug auch die offizielle Einweihung, verbunden mit einem Tag der offenen Tür. Der neue Standort wirkte sich nicht nur an diesem Tag auf die Laufkundschaft aus. Es ist ja dann einfacher, statt mal anzurufen, kann ich da mal schnell den persönlichen Kontakt, für den wir natürlich eben auch stehen mit unseren großzügigen Öffnungszeiten, dann eben die Möglichkeit hier in der Innenstadt nutzen, die kleinen Dinge mit der Wohnbau denn zu erledigen. 5,2 Millionen Euro investierte das 100%ige Tochterunternehmen der Stadt Prenzlau in die Alte Post, musste sich bei der Sanierung mit dem Denkmalschutz einigen und hat deshalb eine Mischung aus modern und historisch geschaffen. Nicht nur für die Mieter ist der neue Wohnbaustandort zentral erreichbar, er belebt durch den täglichen Kundenstrom auch die Innenstadt. Die Leute schauen, hoch in die Straße und viele, die das vorher noch nicht gemacht haben, das auch aktiv nutzen und dann doch mal in die Geschäfte schauen. Also, haben Sie das auch persönlich schon festgestellt in Ihrem Laden, dass jetzt mehr Leute kommen dadurch? Dadurch, dass man natürlich nicht fragt, aber ansonsten, ich sag mal, ist so nach dem Winter und nach dem Frühling, kann man jetzt auch viele Sachen schieben, aber wir sagen mal ja. Auf der feierlichen Einweihung des Kundenzentrums der Wohnbau am 4. März beging das Unternehmen auch noch seinen 25. Geburtstag auf den Tag genau. Mit vielen Veranstaltungen, natürlich auch in Prenzlaus Innenstadt, soll das große Jubiläum 2016 noch gefeiert werden. Den Anfang macht das Igelfest am 21. Mai am Bürgerhaus im Wohnviertel Igelfuhl. Derzeit arbeiten die Fliesenleger an Bädern und Küchen, bevor dann die Maler und Bodenleger kommen und die weiteren Arbeiten fortführen. Hier in den Dreiraumwohnungen wird es im Bad sowohl Dusche als auch Badewanne geben. Im Sommer sollen die 6-2- und 6-3-Raumwohnungen für die neuen Mieter bezugsfertig sein. Dann können sie es sich auf diesen großzügigen Balkonen, die Ende letzten Jahres angebaut wurden, gemütlich machen und entspannen. Ja, das war es auch schon wieder von Stadtgespräch TV im März. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest mit vielen tollen Überraschungen und vor allem sonnigem Frühlingswetter. Wir sehen uns im April wieder. Dann berichten wir unter anderem von einem Kulturnachmittag für die Mieter der Wohnbau in der Stimmgabel. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut.